Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII Remake. Und wir sind immer noch im Makoreaktor von Sektor 1. Und ja, was habt ihr in der letzten Folge verpasst? Ziemlich geile Sprüche, definitiv. Und ja, ziemlich viel Nostalgie-Gelaber von meiner Seite. Aber das macht mir überhaupt nichts. Wir sind komische Viecher, die irgendwie... Ist hier irgendwas? Ist hier noch... Ja, da drüben. Okay. Ich kann Magie, Feuer... Moment. Das ist falsch. Also Cloud könnte normalerweise in genau diesem Moment auch Blitz casten. Aber okay. Feuer ist auch in Ordnung. Ich bin sehr glücklich darüber, dass er überhaupt Magie casten kann. Wie sieht es mit Barret aus? Barret? Ich würde ganz gerne einmal auf Barret. Ich kann nicht auf Barret wechseln, okay. Dann kann ich halt eben nicht auf Barret wechseln. Ich muss sagen. Ich muss ja echt sagen, ich habe ja gehofft. Wow. Ich zähle auf dich. Jetzt kann ich ja das sagen. Ach, jetzt kann ich. Jetzt kann ich mit Barret. Okay, wenn ich im Angriff bin, kann ich jetzt die Charaktere wechseln. Das ist gut zu wissen. Dieses Kampfsystem. Also dieses Kampfsystem, es ist für mich neu. Also so neu im Sinne von, so habe ich das noch nicht erlebt. Aber ich muss ernsthaft gestehen, es wirkt mir sehr doll aus einer Mischung aus Final Fantasy, aus Lightning Returns und Final Fantasy 15. Und da muss ich sagen, kriege ich leicht die Krätze. Es tut mir echt leid. Ich habe Lightning Returns nicht wirklich sehr genossen. Also die Leute, die mich schon seit längerem kennen, die kennen Lightning Returns und da kriege ich jetzt schon Rückenschmerzen von. Meh. Aber egal. Wir sind hier, es ist Final Fantasy VII, es ist ein gänzlich anderes Spiel als Lightning Returns. Und wir kommen zu einer Cutscene. Ich bin rum. Jetzt kannst du mir ein für alle Mal beweisen, dass du keiner von Shinras loyalen Schoßhunden mehr bist. Den Sprengsatz bringst du also an. Zeig mir, dass Tifa dir zu Recht vertraut. Wenn du einer von uns werden willst. Ich wiederhole mich. Aber ich mach das nur fürs Geld. Dann halt's Maul und mach! Was ist? Es ist nichts. Und der Timer? Den überlasse ich dir. Okay. Dazu fällt mir gerade eben eine Sache ein. Es gibt, es gab in der letzten Folge ein Flashback mit Tifa und der hat mich so ein bisschen skeptisch gemacht. Das muss ich jetzt hier einfach reinwerfen, weil sowohl Tifa als auch Cloud waren in ihrer Kindheit nicht sonderlich im Grünen. Und diese Szene, die sie da dargestellt haben, war nun mal nicht so, ja, ihrer Kindheit von dem, was ich aus Final Fantasy VII kenne, angemessen. Und deswegen war das so ein Moment. So ein Halt, Stopp.
da passt was nicht. Moment. Nibelheim, ja, okay, war super inszeniert, will ich gar nicht so sagen. Aber diese Stelle, als auf einmal Tifer so mega enttäuscht und so weiter ankam, die hatten völlig andere Ansicht. Ich rede hier vom alten Final Fantasy 7 und das, was wir in der letzten Folge gesehen haben, entsprach irgendwie nicht so wirklich dem alten Final Fantasy 7. Und naja, wer weiß. Ich meine, ich bin erst noch am Anfang des Spiels. Ja, das muss man auch mal so hinnehmen. Ich bin am Anfang des Spiels. Ich will hier auch nicht 20 Minuten reichen. Ganz schön ambitioniert. Hast du uns in der Falle gelockt? Pass auf. Ach, nö. Sehr schön, da haben wir ihn. Lift Big Fat Scorpion. Nope, I'm not here. Okay, mittlerweile habe ich schon. Glaube ich, komme ich so einigermaßen mit hin. Oder auch nicht. Er greift auf mich. Er hat mich gelockt. Au! Muss mal ein bisschen meinen Lebenspunkt im Auge behalten. So, gucken wir doch mal. Magie, Feuer bringt mir gar nichts. Tomb of Barret, Magie, Blitz. Aha! Genau das habe ich gesucht. Der Wachskorpion ist nämlich anfällig auf Blitzmagie. Zumindest sollte er das. Ja, das hat natürlich massiv reingehauen. Und er ist geschockt. Diese Schocksache aus Final Fantasy 13 finde ich persönlich eigentlich ziemlich geil. Was ist denn das schon wieder? Wait. Barret, mach mal hier Blitz. Ich glaube, da hätte ich mal ausweichen müssen. Oh, jetzt müssen wir mal ein bisschen Pause machen hier. Einmal kurz blocken. Oh. Wenn du Schaden erleidest oder Gegner schockst, lädt sich ein Limitbalken. Bei einer vollen Limitleiste wechselst du in einem Limitrausch und kannst über das Kommandomenü eine mächtige Fertigkeit in einem Limit Break ausfüllen. Okay. Ja, dann wollen wir das doch mal machen. Was denn? Ja, ich weiß. Nee, das war auch damals der Limit Break. Ja, das steht für Limit. Kommando. Limit. Es wird Zeit für... Moment. Lass mich kurz überlegen. Ich komme gleich drauf. Es ist... Der Kreuzschlag ist es nicht, es ist vorher noch. Der Kreuzschlag ist das zweite Limit. Es ist... Ich komme nicht drauf. Wutangriff. Doch, der Kreuzschlag. Dann ist der Wutangriff der zweite. Dammit! Wachpunkt, Barrierenkern oder lieber den Wachskorpion? Ich glaube, ich greife weiter den Wachskorpion an. Irgendwelche letzten Worte? Was wollt ihr machen? Wir bleiben bei Blitz. Magiepunkte 17, das ist ziemlich geil. Ah, man kann ja doch mit Kreis rollen. Oh, herrlich, ich kann die Panic Rolls machen. Wo ist er denn überhaupt? Da oben ist er. Nope. Zu viele Buttons, die ich gleichzeitig drücken könnte. Okay, ich merke schon. Ich muss mich definitiv mehr in dieses Kampfsystem einfügen.
Brauchst du? Na, du brauchst keine Heilung. Du brauchst lediglich nur Magie. Ein bisschen mehr im Kreis laufen. So, wechseln wir einfach mal. Jetzt lass ich's mal richtig krachen. Zu jammern und kämpfe. Was also, meinst du, was ich hier die ganze Zeit mache? Eine Sache, die... Moment. What? Magie. Blitz. Hm. Auf was, Skorpion? Ah. Damit. Der Dude ist, einige Gegner verfügen über Angriffe, die nicht geblockt werden können und ihre Ziele bewegungsunfähig machen. Wenn du immobilisiert wurdest, solltest du ein anderes Mitglied der Gruppe wechseln und weiter... Okay. Feuer einfach weiter. Das andere hätte mich auch gewonnen. Kann ich einfach den Tether an jemand anders ablegen? Nee. Verloren TP, darüber kannst du mit Gegenständen wie Heiltränke. Ja, okay. Das war mir schon irgendwie klar. Okay, wie dem auch sei. Komm, drücken wir mal einen Heiltrank. Und jetzt wird mal Zeit, dass wir hier. Okay. Jetzt wechseln wir den ganzen Kram einfach. Und. Genau, Kommandos. Jetzt wechseln wir auf. Oh, ich hätte ganz gerne Aether. Haben wir hier. Schöne Wille, Stockschuss. Wandelt alle voll geladenen ATP in einen großen, geballten Schuss. Ja, das klingt gut. Nani. Okay, das ist cool. Jetzt müssen wir hier einfach mal stillstehen und Ruhe bewahren. Jetzt ist der Verwundbar. Zum Angriff. Ja, check. So machen wir das. Der Timer läuft nebenbei, glaube ich, immer noch. Ich hab den Timer angenommen. Die ATB-Balken kann ich benutzen. Mutangriff. Da ist der Mutangriff. Der Mutangriff ist kein Limit Break mehr. Der war eigentlich mal einer. So, nochmal Fertigkeit, Stehl in der Wille. Achso, nee. Nochmal Mutangriff. Oh, aber Cloud hat wieder Limit Break auf dem Feld gerade auf. Dann nochmal ein Kreuzschlag hinterher. Oh, der sieht ja bombastisch aus in diesem Spiel. Ich bin noch ein bisschen massiv überwältigt von dem, was hier gerade abgeht und komme damit noch nicht ganz hundertprozentig klar. Doch einmal mit ihm nochmal. Kommandos. Magie, haha. Magiepunkte, regenerieren sich anscheinend im Laufe des Kampfes noch. Fertigkeiten, stehender Wille, reduziert vorübergehend den erlittenen Schaden, verhindert einen, nee. Jo. Mehr Schaden ist immer gut. So, gib ihm. So, und Schaden drauf machen. Mensch, das ist ja actionreich.
20 Minuten. Ha, geht doch. Dieser Skorpion hat echt einen Orden verdient. Los, raus hier. Na also, so, wir lassen uns ein bisschen Zeit. Wir gucken uns noch mal ein bisschen um. Wir haben noch 20 Minuten. Das ist locker machbar. Also, ich glaube, meine Lebenspunkte sollte ich mal wieder ein bisschen auffrischen. Ach ja, da war ja was. Ich muss nicht ins Menü, sondern ich muss die Gegenstände Heiltränke, bla, mich selber heilen. Yay, okay. Ich merke, ich sollte vielleicht nochmal einen zweiten Heiltrank schlucken. Aber ich wollte es nicht überstrapazieren. Ich wollte mich einfach mal so richtig scheiße darstellen, wie ich halt eben bin. Und hat gut funktioniert, würde ich behaupten. So, 20 Minuten zum Zurücklaufen. Aber wir haben hier, glaube ich, schon so ziemlich alles gesehen. Dann wollen wir mal. Nichts überstürzen. Okay, check. Die sollten wir ruhig mitnehmen, einfach für die Erfahrungspunkte. Keine große Sache. Hey. Und nebenbei noch gegen irgendwelche Geländer laufen. Aber wie gesagt, die Geländer, das feiere ich am meisten, weil ich hatte mir gedacht, meine Güte, da müssen teilweise Leute auf irgendwelchen Rohren rumbalancieren auf dem im alten Final Fantasy Spiel. Okay. Ah, es gibt nur einen Weg, der Weg führt da lang, also nach links. Ich dachte eigentlich, ich könnte auch nach rechts gehen, ist vielleicht okay. Mal ein paar Kisten öffnen. Zeit bleibt stehen. Pass was gut. Hey, wir treffen uns da vorne. Pass mir ja auf Jesse auf. Hier entlang. Der Weg hier sollte uns direkt zu Barrett führen. Also trotz allem muss ich echt gestehen. Ist das massiv linear? Kann ich hier einfach runterspringen? Nö, kann ich nicht. Ne, schade. Hier geht's zum Ausgang. Beeil dich. Ist okay. Ich nehme nochmal die Kisten mit. Von 20 Minuten. Meine Güte. Ich bin hier in 10 draußen. Woran wartest du denn, Cloud? Kann ich dir sagen? Ich will erstmal Kisten öffnen. Ganz gemütlich. Hey, was soll's? YOLO und so. Ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaube, hier will irgendjemand eine Bombe platzieren und den gesamten Laden hochjagen. Aber im Endeffekt ist ja schon alles kaputt. Spar dir den Atem und konzentrier dich aufs Klettern. Ja, aber wenn ich nicht rede, werde ich so nervös. Mach doch, was du willst. Finde ich auch. Oh, da unten geht's, da drüben geht's noch runter. Ah ne, da klettert Barrett. Na gut. Ich dachte, ich kann da rüber. Also gibt's da vielleicht noch Pisten? Die muss man nachgucken. Die Zeit nehme ich mir. Schon mal vor, Jesse. Die Tür ist jetzt wichtiger. Aber... Für mich keine Sorge. Habt ihr Soldaten hier deinen Schutz? Ex-Soldat. Ich bin ganz eurer Meinung. So, wir machen hier erstmal ein bisschen Tachilles. So. Gibt's hier noch was? Bis hier und nicht weiter. Ach ja, das ist gut. Oh krass, das war ja richtig mies. Sorry Barrett, aber ich will hier nochmal runter. Ich will nochmal gucken. Ach, komm, ganz gemütlich. Ich meine, du hast da irgendwas runter, du bist hier einen anderen Weg gegangen. Ich meine, das kann ja nicht sein, dass wir hier deine Sachen, die du hättest sammeln können, nicht sammeln können. Das geht nicht. Das ist ja richtig frech. Nee, so nicht hier, mein Jung. Minium. So. Ja, seht ihr mal, drüben ist schon mal irgendwas wie geöffnet. Ach so. Oh. Das ist der Kram, den wir schon geöffnet haben. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Mann, ey, komm, 16 Minuten haben wir noch. Easy. Wir laufen ja gar nicht die Schweißperlen gerade von der Stirn. Alles ist gut.
Das Problem ist, 20 Minuten waren eigentlich mal mega überdimensioniert. Das war so der Timer, den man damals in Final Fantasy 7 hatte. Und jetzt hier so mit 20 Minuten rumzulaufen, bei nicht zu wissen, was hier eigentlich noch alles passiert, ist halt eben so. Und dann kommt noch so ein Dude um die Ecke. Und versucht hier einen auf dicke Hose zu machen. Okay, ja, auf Barret kannst du schießen, der interessiert mich nicht. So, gleich ist er Schock. Jawohl, jetzt können wir richtig Kette geben. So, ist ja fast so wie bei Final Fantasy 13 hier. Sobald die im Schock sind, kannst du richtig auf den Sieg gehen und anfangen dein Schwert zu zücken und hier voll Action geben und so weiter. Und dann kannst du sagen, jo, habe ich voll erlegt. Ziemlich cool. Gefällt mir. Like it. Skides. Und so. Aber nur Ski, oder? Okay, es war einfach nur Ski. Verdammt. Ich wollte cool wirken. Hat nicht geklappt. Ich habe noch eine Kiste. Kisten sind immer gut. Kisten nehmen wir mit. Haben dafür einen Äther bekommen. Oh, ein Äther. Äther ist immer gut. Das füllt unsere Magiepunkte wieder auf. So, was haben wir hier? Ach, seht ihr mal, 14 Minuten. Meine Güte, ich könnte noch nebenbei shoppen gehen oder irgend sowas. Ja, ein bisschen Offensivmagie und dann ist es okay. Offensivstellung? Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Haben wir hier noch ein paar Kisten? Nee. Ich sag ja, ich komme hier locker in 20 Minuten raus und krieg trotzdem noch alles mit. Oh, guck mal hier, meine Kiste. Von den ganzen Haufen von. Völlig in Ordnung. Also ich fühle mich auch gar nicht gehetzt oder so, keineswegs. Ich dachte eigentlich, dass ich hier den Weg... Oh, der Spirit. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass wir den gleichen Weg zurückgehen, den wir gekommen sind. War irgendwie weit gefehlt. Okay, er ist im Schock. Nee, ist er nicht. Jetzt ist er im Schock. Und, ist gar nicht so wie im alten Spiel. Finde ich cool. Ha? Ach jo, Gegner. Nee. Okay. Hat funktioniert. Da ist noch irgendwo einer. I! Da oben ist einer. Wo ist er denn? So, jetzt aber. Oh, da ist noch einer. Hat so ein bisschen was mit dem Ego-Shooter. Nur ohne, nur mit Aimbot. Wie weit ist es eigentlich noch? Ah, wir sind beim Fahrstuhl. Fahrstuhl ist schon mal ziemlich gut. Mach schon!
gebe da meiner Freundin völlig recht. Fahrstuhl im Brandfall nicht benutzen. Aber ich dachte mir doch, hier liegt noch eine Kiste mit einer Phönixfeder. Phönixfeder sind super. Die können zum Kampf wiederbeleben. Oder auch generell. Weil das war ja wohl... Und ich habe gesagt, ich komme hier innerhalb von 10 Minuten raus. Habe ich geschafft. Ja, es waren glaube ich noch 12 Minuten oder so offen. Oder 11. Und wie die Shinra hat hier angefangen, selber Sabotage zu machen und diesen Reaktor anzugreifen, nur weil wir hier drin sind. Ah, okay. Geht's denn? Glaub mir, ich würde es dir schon sagen, wenn es nicht so wäre. Das fasse ich mal als Ja auf. Meine Freundin gerade so, way! Und ich so, das sind genau diese Szenen, die ich nicht sehen möchte. Dieses übertriebene Rumgejumpe. Alle noch da. Sogar in einem Stück. Ist das nicht ein bisschen zu heftig? Ich hab die Bombe exakt nach Plan gebaut. Eventuell sind da Makrogase dran schuld. Hoffentlich hat die Stadt nichts abbekommen. Der Planet geht vor. Und was meint ihr? Ob es was genützt hat? Also, das will ich doch schwer hoffen. Gut, und jetzt raus. Wir sind in Sektor 8, nicht? Es ist noch ein Stück. Dann los. Führ uns hin. Okay, geht klar. Passt auf, dass ihr euch keinen Schlag an den Stromleitungen holt. Also was ich schon ziemlich cool finde, ist, dass man die Materie hier in Cloud Schwert sieht, ja, die da eingesetzt ist. Die waren aber nicht sehr kreativ. Ne, dieses Rumgejumpe. Eine Sache, die mich an Final Fantasy 7 damals... Das stinkt hier nach vergammeltem Joghurt, findet ihr nicht? Das ist dein Mund. Das bin ja ich. Richtig. Ja, war halt ein schweißtreibender Job. Nein, du hast schon mal so gerochen. ja, auf jeden Fall... war das halt eben so eine Aktion, wo ich sagen muss, dieses massiv übertriebene Hin- und Her-Gejumpe, Final Fantasy 7, das klassische, fand ich deswegen halt eben so bombastisch gut, weil es genau das nicht war. Es war nicht übertriebene Charaktere, sondern es war, man hat Leute, die zu einer Spezialeinheit gehört haben, die halt eben ein übertrieben großes Schwert getragen haben. Das ist okay. Wenn die darin ausgebildet wurden, ist das okay. Und wenn die das halt eben dementsprechend führen konnten, um damit Leute zu besiegen und Maschinengewehrfeuer auszuweichen und so weiter, dann okay. Aber dann halt eben so, ja, ich kann 50 Stockwerke hochlaufen, aber brauche trotzdem Treppen, um mein Haus zu erklimmen, ist es halt eben so ein... Nee. Waren das gerade meine schlotternden Knie? Ein ganz schönes Feuerwerk. Raus hier, solange wir können. Makroverdächtigung. Katalyse. Ob es am Schießpulver lag? Jesse, dafür ist später Zeit. Junge, Junge. Mein Magen hängt echt auf Halbmast. Zu Hause wartet ein gedeckter Tisch. Beim nächsten Mal nehme ich einfach eine Lunchbox mit. Ja, auf jeden Fall, das war halt eben... Ist ja. Es noch weit, Wedge? Nur noch ein Stück. Geschmackssache. Viele Leute finden das echt super. Ich finde das halt eben so... Final Fantasy 7 war für mich tatsächlich immer so ein Rollenspiel, was massiv auf dem Teppich geblieben ist. Offen Charakteren. Bald bin ich bei dir, Marlene. Und ich bei dir. Dusche.
Aber ich finde schön, wie sie halt eben diese Szenen nochmal ein bisschen massiv ausgeschmückt haben. Um zu zeigen, dass es halt eben nicht einfach nur so mal zwei, drei Fenster um die Ecke laufen ist. Das finde ich cool. Hier an dieser Stelle. Der Sprengsatz ist scharf. Köpfe einziehen! Das ging fix. Auf die gute okay, Jessie ist halt verlassen. Los, weiter. Ach, Mädels und Sprengstoffe. Herrlich. Ich sag ja, Jessie ist bombastisch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie bringt ja den Sprengstoff her. Dies ist eine Durchsage des Shinra-Katastrophenschutzes. Unbekannte Affentäter haben eine Sprengung in Mako-Reaktor 1 ausgelöst. Wegen anhaltender Explosionen besteht auch weiterhin akute Brandgefahr. Sektor 1 und Sektor 8 wurden aus diesem Grund zu Gefahrenzonen erklärt. Gebäude in diesen Zonen sind extrem einsturzgefährdet. Es muss mit herabfallenden Trümmern und Splittern gerechnet werden. Bringen Sie sich unverzüglich. Oh nein, wie schrecklich. Allerdings, so war es nicht geplant. War wohl zu viel des Guten. Fällt euch ja früh ein. Wir haben keine Wahl. Wir machen exakt so weiter. Das war nicht der letzte Reaktor, der dran glauben musste. Es geht schließlich um die Rettung der Welt. Ganz richtig. Wir wussten genau, worauf wir uns einlassen. Zum Aufgeben ist es viel zu früh. Wir kämpfen für die richtige Sache. Und wenn es Opfer fordert, dann ist es halt so. Aber ich merk's schon. Wie der Planet fangt auch ihr an zu klagen. Ha! Nicht verzagen! Onkel Barrett wird das Kind schon schaukeln. Eure Ängste, Zweifel, eure Sorgen und natürlich die Kohle. Um all das werde ich mich kümmern. Und, Chefe, was nun? Wie geplant. Wir machen uns aus dem Staub! Also, ihr habt gerade einen Reaktor in die Luft gejagt und der Chef ist nichts anderes. Dem fällt nichts anderes ein, als noch große Töne zu schwingen und Reden zu halten. Wie wär's, wenn ihr erstmal dafür sorgt, euch aus dem Staub zu machen und dann große Reden schwingen? Aber okay, das ist ein Problem, darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Wir machen hier an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge Let's Play Final Fantasy 14. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Und so.